damit das somit selbst sehr gut verborgene, selbstverschleierte Geheimnis der eigenen Leiblichkeit, des abgeschlossenen Körpers und das ebenfalls verborgene Geheimnis der Leiblichkeit der anderen in ihrer ebenfalls abgeschlossenen Destination. Und drittens das noch intrikatere Geheimnis eines dritten da mitspielenden, in sich abgeschlossenen Kompartiments, die die Verkoppelung, die die Übertragung vom einen aufs andere bewerkstelligen soll, obgleich diese nie etwas miteinander zu schaffen haben werden, sondern am Ende des Austauschprozesses wieder jeder in seiner autochton autistischen Körpermatrix weiter vor sich hinträumt.